2. Ja, in der letzten Folge haben wir weiter den Sumpf gekniert und der Darm. Da werden wir jetzt weitermachen. Das wird wahrscheinlich noch auch ein, zwei Folgen geben, bis wir Raven kloppen. Ist hier unten. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier noch den Rand entlang. Nehmen wir alles auf. Ich hoffe, es kommen nicht noch mehr Sumpfgolems, weil von Sumpfgolems habe ich so immer nicht dazu voll. Die schrecken mich immer. So, oh Gott, nein, nein, nein! Ah! Geh weg! Oh, ich hab irgendwo diesen, ich hasse dich. Hör auf, mich zu hauen! Hör auf damit! Ich hasse diese Viecher, ne? Alter, ich hasse jedes Mal diese scheiß Viecher, ne? Oh! Oh. Kann das sie mich nicht einfach mal in Ruhe lassen, meine Güte, ey. So. Fünf. Zum Fall. Gaston, okay. Oh, ich kann nichts machen. Der bewegt mich alleine. Ich mach gerade gar nichts, der bewegt mich alleine. Hallo? Was macht ihr da? Gott, dieses Gestöhne. Ich helfe es. Ich kann nicht. Der macht gar nicht mehr. WTF, was sind das? Was war das denn gerade mit Bambackelkacke? Hä? WTF, Alter! Warum bewegt er sich plötzlich von alleine und macht nicht mehr mal sich, passiert plötzlich gar nichts mehr. Alter. Okay, jetzt nochmal langsam. Wir kriegen das hin. Ich will jetzt einfach. Okay, jetzt springt er. Ja. So, machen wir mal schneller hier. Und trinken wir einen Schluck. Wie mache ich das jetzt am besten?
meint er hier nochmal? Mal weiter. Ich finde mir noch irgendwelche Viecher. Ich muss aufpassen, wie mich kicken, oder? Hier war ich auch schon drin. Oh ja. Da ist nichts zu sehen. Was, meine Goblins? Bandit, was tue ich nochmal? Edgar. Kannst du mir was beibringen? Ich kenne mich mit Blutfliegen aus. Ich hasse diese miesen Biester noch mehr als Franco. Aber ich weiß, wie ich ihren toten Körpern die Stacheln und Flügel entreißen kann. Ja, entreißen. Außerdem weiß ich, wie man das Sekret aus dem Stachel entfernt. Wenn du willst, kann ich dir den ganzen Kram beibringen. Umsonst ist hier draußen allerdings nichts. Wegen der Blutfliegen. Was willst du wissen? Jedes Mal, Alter. Haben noch ein Rezept. Ich will mal wissen, was ich dafür brauche. Moment. Ist auch noch eine Quest offen, ne? Mal gucken. Sumpfkraut, gemahlene Zähne. Zähne haben wir ja. Das können wir, glaube ich, sogar schon machen. Man nimmt den guten alten Louis Hammer. Ich verliere die nochmal. Diese Mischung. Okay. Noch von der Fahrerin Schnapsbrennen hergestellt werden. Wenn ich einen. Okay. Aber wir hatten doch eine Quest doch, oder? Ohne mal. Ja, das können wir, da können wir auch nochmal hin. Wir können doch das ganze Gold abgeben. Das Kompass. Okay, das können wir auch nochmal machen. Die Hülle ist. Warte mal. Skip hat anscheinend 20 Flaschen Grog an die Banditen verloren. Er will sie zurück. August und Hank sollen sich mit ein paar Banditen treffen, um zu handeln. Sie wurden nie wieder gesehen. Die Suche von Morgan und Bill blieb erfolglos. August und Hank haben östlich des Lagers eine Höhle. Alligator Jack könnte mehr darüber wissen. Die Höhle ist wohl in dem Talkessel östlich des Lagers, direkt bei dem See. Ich glaube, ich weiß, wo ich dahin muss. Man braucht mir nicht noch irgendwas. Ja, keine Ahnung, ne. Mir brauchst du das nicht zu sagen. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Na perfekt, hier ist ein Bett. Erzähl mir jetzt, ich kenne sowas. So.
Was wir machen können, wenn die gerade hier beim Banditenlager sind. Glaub, wenn wir nicht gekommen wären, wäre die Sache anders ausgegangen. Und wie ist es so, Anführer der Jäger zu sein? Aufpassen. Lass mich bloß in Ruhe. Man muss eben aufpassen, was man so rumerzählt. Das liegt doch auf der Hand. Ich könnte mir so etwas nicht erlauben. Okay, dann auch nichts mehr. Wer erzählt denn sowas? Ah, weg. Okay, ich versuche jetzt mal. Nee, falsch. Okay. Alchemietisch. Wie kann ich dann... Kann ich hier Schnaps brennen? Am Alchemietisch? Nee. So? Doch, Schnaps brennen. Sind nicht Rohstoffe? Wieso zu wenig Rohstoffe? Hä? Wasserflasche, zwei Rüben und Sumpfkraut. 10 von einem Sumpfhai. Habe ich das nicht alles? Wasserflasche. Und die Waffenruhe. Habe ich keine Sumpfkraut. Und Kraut. Hier ist Rüstung, die Zauberformeln. Okay, warte mal, was ist das? Oh. Zähne eines Sumpfhais. Haut vom Sumpfhai. Ich habe keine Rüben, ne? Habe ich immer mal gekauft oder gegessen oder so? Alter, ich speichere besser mal. Der wird vielleicht rüben. Wie läuft der Laden? Gut. Estebans Ableben. Hast du vielleicht was? Gib mir. Na gut. Der muss einfach mehr trainieren. Das ist doch nichts Neues. Das ist kein Geheimnis. Alle sind gerannt wie die Hasen. Ich war ganz allein. Du schon wieder. Willst du dich nochmal mit mir anlegen, oder was? Ich habe dein Paket. Tatsache. Was ist mit Juan? Er ist tot. Gut. Dann kann er mir keinen Ärger mehr machen. Was dich betrifft, ich habe ziemlich gute Beziehungen zu Huno.
Ich werde dafür sorgen, dass du ab jetzt billig an deine Rüstungen rankommst. Und hier, diesen Stein, habe ich einst von Koristo bekommen. Es ist das Einzige, was meine Flucht aus der Barriere überlebt hat. Ich denke, du kannst mehr damit anfangen als ich. Eine Hand wäscht die andere. Lol, Runenstein, nice. Das hat sich seit damals nicht geändert. Also, jetzt haben wir schon 3 Stück. Zeig mir deine Waffe. Hat der Rüben. Meine Meinung kennst du ja schon. Ja. Das will doch keiner wissen. Alle sind gerannt wie die Hasen, ich war ganz gespannt. Und glaub ja nicht, dass das alles ist. Müsste jetzt klappen. Der war doch sturzbetrunken. Jetzt gehen wir zu Huno, wir brauchen die Rüstung eh nicht mehr, aber... Du hast keine Zeit. Ja. Der war doch sturzbetrunken. Sonst alles klar bei dir? Ich will hier nur meine Arbeit. Das habe ich früher auch. Ja, dann halt die Klappe. Meine Mann. Hey. Ich habe den Stahl. Und? War Juan auch da? War er. Wusste ich es doch. Esteban, die Ratte, steckte dahinter. Du bist doch in Ordnung. Wenn ich ehrlich bin, hätte ich das von dir nicht erwartet. Hier, nimm das hier als Belohnung. Ich brauche eine bessere Rüstung. Fisk hat gesagt, du würdest mir einen guten Preis machen. Fisk, sagst du? Gut, ich schulde ihm noch einen Gefallen. Ah, immer noch viel zu viel. Zeig mal, was du hast. Ah, ich wollte eigentlich. Zeig. Der arme Kerl kann einem leid. Ja, nee, hat nichts Interessantes. Man muss eben aufpassen, dass man so rumerzählt. Habe ich jetzt? Ich hab rum, oder? Meine Meinung. Rum müsste ich haben, oder? Hier brauchst du das nicht zu sagen. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Der muss einfach also kein rum. Der war doch sturzbetrunken. Ich hab doch extra halt nichts aufgehoben. Der soll mir nichts von Pflicht erzählen. Den hab ich ja nicht getrunken, oder? Mich brauchst du das nicht zu fragen. Ah ja. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Na gut. Ich geh mal nach oben und gucke, ob ich das machen kann. Wenn nicht, dann habe ich keine Ahnung. Muss ich aber rumherkriegen. Vielleicht bei den Piraten an. Oh. Wieso jetzt wird zu wenig Rohstoffe? Brauche ich ja nochmal alles oder was? Moment. Da, Doppelhammer. Man nimmt den guten alten Lewis Hammer und destilliert ihn nochmal. Diese Mischung sollte noch in Erfahrung. Ich muss ihn nur nochmal destillieren, ich brauche doch nichts weiteres, oder? Verstehen. Bin ich irgendwie. Okay. Mich brauchst du das nicht. Keine Ahnung. Dann gehe ich jetzt in die. Nee, ich weiß nicht. Dann noch was für uns. Brauchst du mehr Sumpfkraut? Ja, unbedingt. Alles, was du an Sumpfkraut auftreiben kannst, werde ich dir abkaufen. Ich zahle dir sogar mehr dafür als Fisk. Ich speichere mal. Dann gucke ich mal, wie viel ich dafür kriege. Ich habe Sumpfkraut für dich. Was gibt dir für einen...
Lol, ich krieg Erfahrung, wirklich. Ich hab nur 5. Na gut. 6 Stück gehabt, ja. Ja, komm. Ja, das nehmen. Wir werden wahrscheinlich noch jede Menge Sumpfkraut finden. Ein Schlüssel. Eine Truhe. Hm. 100 Gold, nice. Man lässt nie den Schlüssel neben der Truhe liegen. Das ist, ja. Nicht unbedingt schlau. Erzähl mir nicht, ich kenne sowas. Ja gut. Wer erzählt denn sowas? Dann werde ich jetzt weiter den Sumpf nach Sachen absuchen. Wir können ja noch hier, um Richtung dieser Minecrawler-Höhle da gehen. Da könnte ja auch noch was sein. Ah, die ganzen Minecrawler werden wir nämlich jetzt auch gleich töten. Genau das habe ich auch gesagt. Ich hoffe, ich komme mit dem Mana trinken hin erstes. Die dir Sachen erzählen. Alle sind gerannt wie die Hasen. Ich war ganz allein. Wer erzählt denn sowas? Guck mal, hier im Eta, hier haben wir schon so ein Kraut mehr gefunden. Nice. Hier muss auf jeden Fall irgendwo eine Höhle sein. Da hinten sind wir noch gar nicht weitergegangen, kann das sein? Ja, Wurzel. Nochmal Sumpfkraut. Ich komme später wieder. Waren wir hier drin? Esteban ist tot. Echt? Mann, das nenne ich Glück. Wer hat das getan? Sagen wir einfach jemand, den du kennst. Danke, dass du zu mir gekommen bist. Jetzt kann ich wieder ins Lager. Na gut. Mal mir fehlen noch ein paar, oder? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ach. Hier bin ich noch nicht weitergegangen, oder? Da hinten ein... Lol. Ich sehe jetzt nichts, aber ich traue der Sache auch nicht, ne? Stufe sind wir jetzt? 20, nice. 46 Lernpunkte. Hier fehlt noch irgendwas. Nee, okay. Ah, hier ist irgendwo... mal Mana-Trank. Obwohl, wir können auch mal... Haben wir mehrere Feuerregen? Großer Feuersturm, Schlaf.
Oh, wir haben Feuerring dreimal. Aber... Moment. Ich will aber sagen, ich mache hier einen schnellen Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss. So,